Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. Und ja, ah, der fiese Lump ist auch noch da hinten da. Wir sind ja hier immer noch bei, ja, keine Ahnung, Raststätte. Ich bin gerade so euphorisch. Also für mich ist immer noch derselbe Tag. Ihr seht das ja jetzt sozusagen am gegenüberliegenden Tag für euch. Ist halt ein bisschen problematisch, weil die Server halt nicht so lange online sind. Und allzu lange Folgen kann ich leider auch nicht hochladen. So, und hier hatten wir ja jetzt soweit alles schon ein bisschen geplündert. Oh, 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 raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. So, Cola-Automat ist nichts, im Eiskühler ist auch nichts. Na, hier haben wir was. Was ich mal gerne machen würde, ist gerne mal so ein Campfire aufstellen. Also hier das Ding, das können wir ja überall hin platzieren. Oder sollen es überall hin platzieren können. Da müssen wir mal schauen. Erreiche eine höhere Stufe. Oh, okay, cool. Stufe 3. Yay. wo kann ich... Ah, T, Stufenaufstieg. So, Wahrnehmung kleiner Gegner, die Fähigkeit, Schleichbewegung zu entdecken und Waffenpräzision. Oh. Na, ich sollte jetzt nicht alles in Stärke verballern. Ich denke mal, wir nehmen jetzt einmal in Intelligenz. Okay. Ja, Stimpfer stellen 15% mehr verlorene Gesundheit wieder her. Ist erstmal gar nicht so schlimm. Kann man mal mitnehmen. Ich hoffe, wir können die Karten noch später noch wieder umändern. Aber dafür ist die Beta ja da, um das zu testen. So. Dann laufen wir gleich mal weiter hier. Wir bräuchten mal Munition für unsere Impfpistole. Weil wir haben keine Munition mehr. Oh, da schießt irgendjemand. So, wir nehmen hier natürlich wieder alles mit. Gästebuch lesen, na klar. Unser Schicksal liegt nun in seiner Hand. Delbert, ich weiß, mein Vater und Bruder geht es gut. Aber ich habe so vielen Freunde verloren. So viele... Ich denke ständig an sie. Ich kann nur hoffen, dass sie ein paar von ihnen geschafft haben. Daza. Ich hoffe nur, dass es allen in den Vaults gut geht. Willi May. Wenn sich die Türen schließt, öffnet sich eine andere. Oder vielleicht ein Fenster. Migui. Wir müssen nicht trauern, denn niemand ist wirklich gestorben. Sie sind jetzt nur anders. Scott. Ich habe im Krieg nichts verloren. Mein Leben ist jetzt sogar besser. Trotzdem herzliches Beileid an alle, diejenigen verloren haben. Gary, Trauer ist nicht sonderlich produktiv. Lukas, okay. Nehmen wir jetzt einfach mal Gau mit. Gucken wir mal. So, zack. Was haben wir hier noch? Mit der Überlebenssyndrom fertig werden. Okay. Schritt 1, lernen sie sich selbst zu vergerben. Okay. Ah, was haben wir hier? Konnte hier noch irgendwas? Nee? Gut, nehmen wir hier erstmal die Vasen mit. Keine Ahnung, was wir brauchen. Hm, was haben wir hier? Kaffeekanne, Kaffeetasse, Zucker, ne? Das übliche Bleistift, Schnappglas und Plastikmesser. Tesch-Ventilator nehmen wir auch mit. Wollen wir mal gucken. Ich musste eben schon mal kurzzeitig was trinken. Wir sind jetzt... Nee, das ist ja TP. Ich muss mal hier auf Gegenstand gucken. Oh, wir sind bei 111. Oh, Brahmin. Brahmin. Hallo, Brahmin. Geht's dir gut? Und wilde Mutterbeeren. Na, wenn man zur Not nichts hat, ne? Dann isst man auch die Mutterbeeren. Opossum, das ist sogar leer. Oh, hier könnte es doch ein bisschen interessanter werden. Spüllappen, was haben wir da? Honigglas, aha. Ich glaube, wenn ich an den ans Küchenterminal gehe, dann kriege ich eine gewischt. Oh, hier, Siedler. Okay.
tote Siedler. Ich hoffe, die wurden jetzt hier nicht umgebracht. Kostenloser Kochunterricht für leckere Hausmannskost. Auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus in Floodwoods. Pastor Delbert Winter leitet täglich Kochkurse. Kostenlos für alle Überlebenden. Lasst euch verpflegen und lernen, wie man die altmodische Art und Weise kocht. Karte. Okay. Ja gut, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Oh, was haben wir hier? Wer da? Hörspiel läuft. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Okay, er braucht Hilfe. So, wir haben ja jetzt ein paar neue Waffen bekommen. Item Level 5. Okay. Und zwei weitere Impro-Pistolen und eine Repetier-Impro-Pistole. Halt. Ja, ich muss... Q ist ja immer bei Fallout gewesen. So, ich muss es mal mit C machen. Ah, halt. Die Machete soll schon ausgerüstet bleiben. Das ist... Jetzt, welche ist welche? Warte, die schießt mit... Achso, die schießt mit 308ern. Okay. Und die ist leer. Das heißt... Wir nehmen erstmal die hier. Und gucken wir mal oben nach. Ob wir hier nicht noch was anderes finden. Ah, hier. Einfach da hineinsprechen? Bin ich laut genug? Okay. Hallo. Was genau soll ich sagen? Ja, erzähl einfach ein bisschen darüber, wie du hergekommen bist und über dein Leben. Das hier ist ein historisches Dokument. Leg los, Tabitha. Okay, also... Ich bin jetzt seit 9 Tagen trocken. Ich bin seit 9 Tagen hier. Mein Name ist Tabitha. Und das ist meine Geschichte. Ja, dann leg los. Gerade habe ich alles erfahren. Der Krieg, die Bomben, mir ist eben erst klar geworden, dass das alles wirklich passiert ist. Jahrelang hatte ich wegen der Camps Halluzinationen. Das hat meinem Gehirn geschadet. Einen schlimmeren Trip kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich wach genug war, um nach Nahrung zu suchen, fand ich mehr Camps. Und nun ja, so ging es immer weiter. Der Wahnsinn war mein Gefährte. Ohne die Responder würde ich immer noch herumziehen. Gegen riesige Ratten kämpfen und im Müll wühlen. Die Responder sind gute Leute. Der Arzt in der Kirche hat mir einige Medikamente gegeben, die sehr helfen. Es gibt auch eine Gruppentherapie und... Ja, das ist gut. Das alles hilft mir. Aber ihr solltet nicht in die Berge gehen. Die Leute da manipulieren euch nur. Und dann macht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht wollt. Leuten wehtun. Und es gibt so viele Camps da oben. Ich war zu lange dort und ich habe Menschen wehgetan. Ich konnte nicht richtig denken. Konnte einfach nicht. Schon okay, Tabitha.
Weißt du noch, was wir in der Gruppe gesagt haben? Nimm dein Edikte und ruh dich aus. Denn es wird bald alles besser. Es ist okay. Wir sind für dich da. Ja, ich nehme es. Sobald es mir besser geht, breche ich aber nach Westen auf. Weg von hier, weg von den Camps, von allem. Mir geht es von Tag zu Tag besser, aber die Jahre mit den Camps, der Strahlung, den Nächten im Dreck, das fordert seinen Tribut. Ich lege mich wieder hin. In Ordnung? Okay. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Tabitha. Jetzt ruh dich aus. Alles wird gut. Du bist jetzt in Sicherheit. Oha. Gut. Event fruchtbare Erde beitreten. Okay. Was ist jetzt automatische los? Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher auf. Sobald sie erledigt sind, müssen sie den Server neu starten. Noch einmal. So. Okay. Was für ein Server neu starten? Irgendwo da unten oder was? Ach nee. Das ist noch jemand anders. Ja, wollen wir noch mal gucken. Wilder Ghoul, okay. Ah, Mist. Ich treffe den ja fast gar nicht. Oh, oh, oh. Na, jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, ne? Okay, hier sind Ghule. Schwacher Ghul, wilder Ghul. Irgendwo soll aber noch einer sein, oder? Will die EP auch mithaben. Ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringt. Jetzt sammeln sich hier aber die Spieler wirklich krass, ne? Landwirtschaftliches Vault-Tech. Okay. Und hier sollen wir jetzt, glaube ich, rein, oder? Ne, hier oben müsste noch irgendwo einer sein. Ich töte Farmland-Aufseher. Dann rennen wir da mal hin. Wir wollen ja versuchen, wenigstens zu helfen. Ah, diesmal haben wir mal getroffen. Jawohl. Erwischt. Oh, die werden ja jetzt richtig überrannt, die armen Aufseher. Okay, verbrannt. Schmutziges Wasser, ja gut, wir brauchen sowieso bald mal wieder Wasser. Aufbereitetes Wasser ist natürlich noch besser. Ah, Schlammblume, nehmen wir uns mit. So. Frag mich nur, auf was haben die jetzt da noch geschossen? Ah, die haben hier wohl wahrscheinlich nur durchgelootet und das Wichtigste mitgenommen. Ah, nehmen wir uns auch mal ein bisschen was mit. Ja?
Unverarbeiteter Dünger. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Also sonstiges, durchsuche das Landschirche im Voltaik-Zentrum. Hier ist auch noch ein Farm. Oh. So, erwischt. Sonst ändere die Zielparameter der Mr. Farmlands. Kann ich irgendwie die Questen auch anstellen? Hauptquest, erster Kontakt, ne? Kann ich mal ab, Nebenquest, sonstiges. Machen wir auch mal weg. Und die lassen wir an. Achso. Wurde abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen mussten. Bis auf, ja, tötet die Roboter. Aufbereitetes Wasser, Patronen. Oh. Bauplan Impro-Zielpistole. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal die Hauptquest weiter. Das war ja da hinten. Wir sind ja jetzt schon 10 Kilometer weit weg hier. Oh, ich glaube, das ist sauberes Wasser, oder? Trinken wir mal einen Schluck. Na, ja, so sauber ist es jetzt auch nicht. Aber gut, dann gehen wir jetzt hier einfach nochmal durch. Und dann wollen wir nochmal gucken. Hier hinten sollten wir ja hin. Finde die Aufseherin in Flamworks. Aufseherin-Logbuch. Bauplan Pappaufsteller. Okay. Wasserpumpe. Oh, ich bin jetzt schon überladen. Aufseher-Logbuch. Flatwoods. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe. Die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber... Jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Oh, Mist. Er ist noch nicht lange her. Ich hab jetzt... Die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dasta Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltaik-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltaik arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur 2 Reservierungen gewährt. Ich weigerte mich. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Wald. Sie konnten mich nicht umgehen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Ich bin nun seit 2 Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Dasta Ben Ami. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann.
Gut, ja, sorry, ich habe jetzt aus Versehen das Holoband hier gelootet. Sie sich bei der gelegen. Doch ein paar Stimpacks. Okay. Freiwilliger, wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob für Sie da. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ah, da können wir dann halt auch ein bisschen was eintauschen. Ah, cool. Ja gut, dann tauschen wir erstmal ein bisschen was ein. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Kann ich dir nicht auch einfach irgendwas in die Hand drücken? Oder muss ich das jetzt alles nach und nach raussuchen? Ah, das Clowns-Outfit, das gebe ich dir jetzt auch mal. Das Cafeterie-Tablett. Daytripper. Weiß ich nicht, ob wir es jetzt benötigen. Eichhörnchen-Bissen behalten wir mal. Damit wir mal ein bisschen runterkommen. Wir haben zweimal Impro-Repartier-Pistole. Deswegen darfst du eine haben. Und davon haben wir auch zwei. Juggles der Mondaffe. Ja. Was wir jetzt alles brauchen, weiß ich halt noch nicht. Wir können aber auf jeden Fall schon mal wieder halbwegs laufen. Verbrannte Bücher. Oh, hier geben sie wenigstens einen Kronkorken. Was haben wir sonst noch hier? Wir haben hier Baupläne, bekleidete Raider-Rüstung, Fußabtreter, gepolsterte Raider-Rüstung, großes Zelt, Kochherd, Laborbank. Aha. Das müssen wir dann also alles mit den Bauplänen machen, so wie es aussieht. Gut. Munition. Sollte ich mir Munition mitnehmen? Hat die eigentlich Gewicht? Ja, die hat auch Gewicht. Ich denke mal schon. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. 170. Konnten wir uns gar nicht leisten, oder? Wo steht dann wie viel? Ach, ich habe 53. Ah. Da unten. Ja, ich muss erst mal gucken. So, dann geben wir dir hier nochmal ein bisschen mehr. Auch Blechdose. So, Bleistift, Blutblatt. Büro, Tischventilator. Machen wir einfach mal hier ein bisschen Verkaufing. Weil ich jetzt nicht weiß, ob wir das brauchen. Ja, das ist Kleber, das brauchen wir definitiv. Glaskrug, Glühwürmchen, Trinkglas, Haarklammern brauchen wir noch. Handschellen, ja, können wir dir auch geben. Ja, komm, dann kriegst du hier noch die beiden Hotdogs. Und die Dosen Hundefutter. So, Kaffeedose behalten wir nochmal. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu viel verkaufen. Dann hauen wir jetzt hier einfach mal. Jetzt haben wir 88. Das heißt, ich möchte mal so 10 Schuss nochmal extra kaufen. So. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Munition und können uns jetzt halbwegs verwehren. Hatte gesagt, dass mehr Leute kommen würden. Schön, sie kennenzulernen. Danke. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier so herstellen könnten. Abgekochtes Wasser. Das ist natürlich sehr gut. Das möchte ich gerne anfertigen. Das ist sehr, sehr gut. Energiemunition, Heilung, Stimpack verdünnt. Okay. Könnte es verdünnen, damit man zwei rauskriegt. Ist auch nicht schlecht. Okay. Dann gehen wir hier erstmal raus. Was haben wir hier? Diagnoseterminal. Dieses Terminal ist ausschließlich für Responder, Freiwillige und Freiwilligenanwärter freigegeben. Wenn Sie das Freiwilligenprogramm beigetreten möchten, sprechen Sie mit Dessa Ben Ami oder registrieren Sie sich an der Selbstbedienungskiosk. Okay. Ja. Keine Ahnung. Oh. Da haben wir ja schon wieder Captain Blau. Jetzt weiß ich aber nicht, was wir als nächstes. Registriere dich als Freiwilliger.
Ja, und wo mache ich das jetzt? Hier vorne, oder was? Ach, da vorne. Ah, okay. Selbstbedienungskiosk. Wollen wir mal machen hier. Willkommen, Überlebender. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus außergewöhnlichen Überlebenden zertifizierte Freiwillige Responder zu machen. Aufgabe der Freiwilligen ist es, andere zu helfen. Und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen. Auch Ihnen. Freiwillige hier anmelden. Okay. Willkommen, Freiwilliger. Übertrage kurz auf externe Hardware. Abgeschlossen. Melde dich bei Responder Cass McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay. Personalverzeichnis. Aha. Ja, gut. Erster Kontakt abgeschlossen. Mensch, da haben wir aber lange gebraucht. Finde Kesser Mac. Ah, da sollen wir jetzt hier. Okay, wir kriegen immer pro Level immer was anderes. Eins nach dem anderen. Aha. Ja gut, dann gucken wir jetzt hier nochmal nach. Soll ich gucken? Kess, wo haben wir sie? Irgendwas mit K. Ist aber nicht bei, hä? Ach doch, hier. War der Vorname zuerst. Rang Responder, Beruf Forscherin, Spezialität Hydrologie, Pädagogik, letzte Anmeldung 25.10.96. Letzter Aufenthaltsort Flatwalks River. Unterkunft 3, George Road. Anmerkung: Überwacht die Wassersicherheitsprotokolle in Flatworks. Führt langfristige hydrologische Experimente durch. Okay. So, dann gucken wir mal. Das wird uns ja hier netterweise gleich angezeigt. Und wir waren ja eben wegen der Robo-Bedrohung auch schon da. Hier liegt sie wohl wahrscheinlich. Okay, machen wir erstmal. So, und? Also, Dasa hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle, offene Küchen, medizinische Versorgung, Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft.
Okay, jetzt hat sich einfach jemand Spieler reingesetzt zu uns. So, dann gucken wir hier mal die Wasserpumpen durch. Und haben hier nochmal eine Maulwurfsratte erlegt. Keine Ahnung, warum die jetzt da raus sprang, aber gut. So, okay, damit wir uns hier mit kontaminiertem Wasser einkreiseln, ist aber auch nicht so schön. Protektron. Na gut. Jetzt müssen wir hier vorne hoch. Oh. Vielleicht da drüben jemand. Ich mache weiter. Das ist ein laufender Händler. Cool. Level 50. Oh. Na, dem möchte ich nachts lieber nicht begegnen. Mann, die Leute töten hier alle Brahmen. Ich denke mal, das sollten wir demnächst auch mal machen. Weil sonst sitzen wir hier bald auf dem Trockenen. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich Hunger und Durst? Das sieht so aus, als wenn es jetzt noch geladen wird, oder? Ja. Ich nehme trotzdem nochmal aufbereitetes Wasser und mal gucken, was wir essen können. Nichts wirklich. Wir müssen mal gucken, dass wir uns auch ein bisschen was an Essbaren herstellen. Denn. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ist schon alles soweit da? Können wir das auch verwerten unter G? Okay. Ja. So. Reparieren und herstellen. Ja, soweit ist ja alles ganz sauber noch mit Zeug. Eher zur Herstellung wechseln. Ah, okay. Uns fehlt ja noch. War das jetzt der rechte Arm oder der linke? Ich glaube, es war der rechte Arm. Ich hoffe es jedenfalls. So, einmal kurz verlassen. Kleidung, war es der rechte Arm? Ne, den hatten wir schon. Den haben wir sogar gekocht. Es war der linke Arm. Aha. Halt. Und was fehlt noch? Wir haben... Das linke Bein hatten wir. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir das nicht auch herstellen können. Also, uns fehlt jetzt das rechte Bein. So. Guck. Und... Linker Arm. So, wenn ich jetzt gleich Pech habe, dann habe ich Scheiße gebaut. So. Nee, linker Arm und rechter Arm. Und linkes Bein. Okay. Und dann wollen wir verwerten. Nee. Gegenstände verwerten? Achso. Ah, und dann können wir das in die Bestandteile aufsetzen. Ah, gut, das Beil macht 18. Ich weiß jetzt nicht, wie viel unser anderes Wäffelchen macht. Komm, machen wir mal ein bisschen was kaputt. Vielleicht können wir so ein bisschen... Ja, wir können so wieder ein bisschen Platz gewinnen, das ist gut. Unsere Machete macht auch 18, das heißt, wir können das Beil kaputt machen. So, den Mob, Nuka-Becher, Ofenhandschuhe. Ja, den Partyhut jetzt nicht wirklich, aber Plastikmesser. Können uns ja jetzt hier einfach ein bisschen Traglast dadurch ercheaten. So. Ich schließe ja auch nebenbei immer irgendwas ab, ich weiß zwar nicht was, aber... Das passt schon. Achso, hier haben wir noch Metalleimer. Die Bierflasche, wie gesagt, lassen wir schon mal nochmal so.
Zange. Ja, das Vorkriegsgeld machen wir jetzt auch mal kaputt. Da kriegen wir Stoff raus. Die Trinkgläser. Weil mit dem Rohzeug kriegen wir ein bisschen mehr Traglast hin. Das ist doch sehr schön. Die würde ich gerne wieder aufwerten. Weil eine Impro-Pistole ist eigentlich so nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal modifizieren, reparieren. Das heißt, das ist soweit ganz alles in Ordnung. Was machen wir jetzt? Moment, wir haben ja einen rechten Arm. Das heißt, wir machen nur den hier. Standard. Können wir nicht gekocht machen. Wir haben kein Leder mehr. Ah, dafür haben sie wohl wahrscheinlich die Brahmen umgebracht. Fürs Leder. Jedenfalls glaube ich es. Aber jetzt sind bestimmt keine mehr hier, ne? Sind schon alle seit Äonen weg. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo noch eine Waffenherstellung finden. Das wäre doch supi. Aber jetzt machen wir erstmal hier die eins nach dem anderen Quest weiter. Raider-Leiche? Okay. So, gucken wir hier mal rein. Wasserprobe analysieren. Daten von Wassertestkit werden gelesen. Wassertyp schmutzig, Krankheiten ernst. Fazit: Die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an diesen Koordinaten nicht verbessert. Freiwilligenstatus wird aktualisiert. Nutze das Holz als Brennstoff, um schmutziges Wasser abzukochen. Okay. Ja gut, dann machen wir es mal. Herstellen. So, abkochen. So, haben wir abgekocht. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Achso, ja, das ist ja da hinten. Dann melden wir uns da nochmal. So. Freiwilligenstatus überprüfen. Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Daten werden zur weiteren Analyse an Responder Case Terminal übertragen. Abgeschlossen. Freiwilligenstatus wird bei der Responder Datenbank aktualisiert. Abgeschlossen. Sie müssen eine weitere Experiment für den Responder abschließen, um ein voll ausgebildeter freiwilliger Responder zu werden. Kurs wird auf Ihre externe Hardware übertragen. Abgeschlossen. Melden Sie sich bei Responder Delbert Winters, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay. Wir werden hier also nach und nach wunderbar reingeführt. Eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt nochmal ins Personalverzeichnis. Ist halt alles noch ein bisschen neu für mich hier. So, wie hieß er? Delbert Winters. Also Winters Delbert. So. Rang Responder. Aufgabe Moraloffizier Koch. Spezialität Kochen. Predigen Moral. Letzte Anmeldung 24.07.96. Letzter Aufenthaltsort Delvers Haus. Unterkunft 21. Bridge Street. Anmerkung. Leitet in Flatwoods die Küche und das Mitbringessen. Führt für Überlebende Kurse über Lebensmittelsicherheit durch. Okay. Ja, machen wir doch mal Gau. Oh. Wir kriegen hier schon wieder Red X verdünnt und alles Mögliche. Und wir haben schon wieder ein Level. Das heißt, wir machen jetzt erst den Stufenaufstieg. Du hast ein ungeöffnetes Gepäck. Möchtest du es öffnen? Klar möchte ich es öffnen. Per Karten. Dann zeig mal, was haben wir hier? Durstlöscher. Erste Hilfe haben wir schon. Reiseobjekte und Tourtinker. Schon von fleißigen Henker gehört? Da geht alles im Hals umdrehen. Okay. So, wo kann ich denn hier eigentlich meine Perks... Ach, meine Skills. Ich möchte das jetzt noch nicht gleich auswählen. Aber ich denke mal... Gucken wir mal, ob wir, wenn wir jetzt nochmal in Kraft gehen, ob wir da jetzt Camps darunter auf Stimpacks wiegen 30% weniger. Ja, das hört sich doch gut an. Oder nochmal mehr Schaden mit der Nahkampfwaffe. Na, ich mach mal erstmal Camps. So. Zwei Karten benutzt, um eine weitere zu erschaffen. Ja, okay. Das ist noch gesperrt.
Ah, die kann ich jetzt einfach so da draufsetzen. Okay. Erste Hilfe. Rang erhöhen. Ah. Und die ist auch noch gesperrt, weil... Ach so, dafür brauche ich die Stufe 7. Okay. Irgendwas läuft da gerade draußen immer gegen die Wand. Hallo, Opossum. Tschüss, Opossum. So, haben wir uns noch mal ein bisschen Fleisch ergattert. Ist hier jetzt eigentlich schon mittlerweile was nachgespawnt? Nee, schade. Ist halt hier die Anfängerstadt. Jetzt machen wir uns noch mal schnell ein bisschen was zu essen. So, Nahrungsmittel. Fantastischer Opossum-Peak. Okay. Ja, gibt alles ein bisschen radioaktiv, ne? Aber wir brauchen halt was zu essen. Das heißt, wir machen uns hier die Opossums. Die gegrillte Red-Kakerlake. Maulwurfshappen. Ja, davon können wir uns auch nochmal ein paar reindrücken. Okay, das Eieromelett, das machen wir uns auch nochmal. Leuchtepilzsuppe. Nee. Fleisch, Heilung. Was haben wir hier noch? Pflanzen, einfacher Rosblumentee, okay. Wasser 15%, Max AP und TP. Ich habe mich damit halt noch nicht so wirklich befasst. Vorbereitet, okay. Melonensaft, aha. So eine Melone hätten wir, damit könnten wir uns noch ein bisschen was zu trinken machen. Aber ich denke mal, das dürfte erstmal reichen. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen was schnabulieren und essen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einmal Wasser. Ja, das abgekochte Wasser ist nicht so geil, aber es geht erstmal. Und dann fantastische Opossum Beacon. Ah, der macht uns auch wieder ein bisschen satter. Dann nehmen wir uns noch einmal Wasser hier. Damit wir ein bisschen hochkommen. Mit dem Red Array, das spare ich mir lieber nochmal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier hinten mal hin. In der Hoffnung, dass wir mal hier kurz ein Folgenende machen können in dem Haus. Kann ich die Tür auch zumachen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann... Oh, ein Bram. Na komm. Ach Mann. Jetzt zwei Schuss umsonst ausgegeben. Egal. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.